Also, wir brauchen. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Okay. Klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwait geworden. Man Ah. munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Okay, wir haben noch belebendes Wasser, energiereiches Wasser. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Okay, da wären wir beim Stier. Das Wasser hier würden wir aus dem Rathaus wieder bekommen. Hast du Okay. eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Okay, du blockierst immer die Du Warteschlange. blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine. Okay. Hat Bis nicht was später. gebracht. Genau. Jo, hau rein, Wenzel. Der ist so ein bisschen creepy. Jetzt passt auf, jetzt holen wir uns erstmal das Auto da hinten. Da haben wir den Autoschlüssel, ja, ne? Und das Autoschlüssel. Den Autoschlüssel, den Autoschlüssel. Und hier haben wir das Blut. Aber wie kriegen wir das davon weg? Dieses rote Gezuppel da. Warte mal, Autoschlüssel. Trucktür. Mach mal auf, das Ding da. So, mal gucken. Was wir da jetzt hinkriegen. Das ist eine gute Frage, meine Freunde. Windschutzscheibe. Hebel. Okay, Motor war sich geöffnet. Wunderbar. Aha, ja, eine Batterie haben wir hier. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Mach mal so hier. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Aha. Au! Hehehe. Yeah! Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Oh nee, mit bloßen Händen glaube ich nicht. Wir könnten einen Trichter. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Das Zeug sieht harmlos. Ich denke, ich kann. Okay, es macht aber nicht damit. Wir brauchen was zum Einfüllen noch, Leute. Wie kriege ich das von dem Stier? Verdammt. Den kriege ich aber nicht mehr auf da drüben. Das ist das Problem. Den Stier schaffe ich nicht. Ich muss das da aufkriegen, weil er ist ja so auf Touren gerade. Und heute, liebe. So schon mal nicht. Okay, so echt nicht. Das kriegen wir auf jeden Fall nicht so hin. Und heute, liebe. Okay. Haben wir noch irgendwas hier, was wir vielleicht übersehen haben? Windschutzscheibe, Trucktür. Dahin, dahin. So, wir brauchen irgendwas zum Reinmachen noch. Wir brauchen definitiv irgendwas zum Reinmachen noch. Verdammte Hacke. Warte mal. Gehen wir ins Rathaus. Vielleicht finden wir da noch irgendwas hier hinten. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben, Leute. Das war nämlich hier drüben. Beim Türknopf. Lass mal rinlaufen da.
Oh, Luftballons. Ah, ja. Okay, das war's aber auch schon wieder, ne? Das war's dann echt schon wieder. Okay, hier geht auch nichts mehr. Da geht auch nichts mehr. So, warte mal, jetzt haben wir Luftballons. Wir brauchen ja Wasser, ne? Warte mal. Vielleicht können wir ja mit den Ballons das Blut da reinmachen von dem Vieh. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Ja, denn. Aha. Okay. Gleich nochmal. Okay, also der geht auf jeden Fall ab. Gleich nochmal. Okay. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Und das brauchen wir. Wir brauchen das Zeug ja dafür irgendwie, ne? Sie fragen nur wie. Und heute, liebe. So schon mal nicht. Okay. Aber wenn wir das so machen mit dem Das muss nicht zusammen. umgefüllt werden. Nee, auch nicht. So und Das muss so nicht umgefüllt auch werden. nicht. Okay. Vielleicht doch die Ballons mit der Säure? Ne, die jetzt ja durch. Das bringt ja nichts, glaube ich. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Okay. Das Zeug läuft raus, die Säure. Den Stier haben wir auch. Aber wie kriegen wir das Zeug da weg jetzt? Pass mal auf jetzt. Vielleicht geht da was mit dem Wasser da oben. Hier, Wasserbomben. Vielleicht kriegen wir Wasserbomben daraus gebastelt. Okay, also hat jetzt nichts gebracht, okay. Trichter. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Okay. Hahn des Wassertanks. Okay. Das hat aber auch nichts gebracht, ne, oder? Doch. Wenzels Haus. In den Keller? Auch nicht. Ist immer noch nicht unter Wasser. Verdammte Hacke. Wie kriegen wir das da jetzt? Auch nicht. Okay. Haben wir irgendwas übersehen hier? Da muss Wasser durch. Verdammt, aber wie? Wie kriegen wir das da rein? Gute Frage. Jetzt gehen wir mal nach oben, weil oben ist jetzt. So, pass mal auf, kriegen wir jetzt hier irgendwas hin? Kaminofen? Auch nicht, aber irgendwas können wir damit ja machen jetzt. Die Frage ist nur was, Freunde. Die Frage ist immer noch was. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Ah, okay. Damit auch nicht. Dann geht das auch Nicht nicht. kleckern, sondern klotzen, war schon das. Ich persönlich finde kleckern gar nicht so verwerflich. Nicht Okay, ah, kleckern, sondern ich stopp, persönlich. stopp, 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 haben wir schon. Kennen wir schon. So, jetzt machen wir hier Handschweißgerät. Das sitzt auch so schon fest. Okay, haben wir auch. Gut. Wie kriegen wir jetzt. Nicht da, die gehört jetzt. Aber das ist ein Familien. Na Haben und? wir schon. Oh, vielleicht finden und teilen wir. Das ist die Wünschelrute von. Ma Haben wir alles schon. So. Pass auf. Wie kriegen wir jetzt. Einen Dartpfeil haben wir auch noch und das Ding haben wir auch noch. Verdammte Hacke nochmal. Okay, wir gehen mal zum Dorfkern. Wir haben eigentlich alles jetzt hier machen können, was wir machen konnten. Wir kommen aber immer noch nicht da drüben rein. Freunde. Die Frage ist jetzt,
Wie? Tonis Laden. Vielleicht können wir jetzt irgendwas, haben wir irgendwas übersehen hier letztes Mal? Das haben wir. Machen wir die Mühle auf. Können wir da vielleicht irgendwas mit malen? Chilischote vielleicht. Eine ganze Chilischote. Ah. Fehlen noch zwei Zutaten. Okay. Nee, mach mal auf. Nimm die hier raus. Fehlen noch zwei Zutaten. Noch wieder zwei Zutaten. Verdammt, wir brauchen Wasser. Wir brauchen noch immer das Wasser, Leute. Aber wie kriegen wir das raus? Wie kriegen wir das da raus? Das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Das ist echt Wahnsinn. Das sind Geschenkcoupons, hier ist nur Kram. Gewichte, was man hat. Okay, das war's auch nicht. Von wegen Toni. Arbeit. Sie sitzt, das kann ich auch. Hast du zufällig Kaffee? Hast du zufällig Kaffee? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ja. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte. Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Okay. Ich muss weg. Das sage ich. Aber du. Alles klar. Hier kriegen wir bei der nichts mehr. Das wird hier mit der nichts mehr werden, glaube ich. Da auch nicht. Und sprengen können wir auch nicht mehr. Zur Gasse. Warte mal. Können wir ihn vielleicht noch was fragen? Den Hanek und Nanek hier. Hallo nochmal. Ah. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser Hast du herbekomme? eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Och, ganz einfach. Der Sprengmeister, Okay, ich das haben bin wir schon. richtig. Bis So, bis bald. bald. Tschüss, Schnutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Aha. Was haben wir hier eigentlich noch? Das muss ich mal gucken. Nichts mehr. Und den Sprengplan können wir nicht mehr benutzen. Das geht ja nicht mehr jetzt. Leider. Das hätte ich mal gerne, wenn es das Haus gesprengt. Schade, schade. Immer zum Papagei nochmal. Ich habe Hunger. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei. Verstehe. Ich habe Hunger. Okay, mit denen können wir. Wenn wir was zu essen hätten, ne? Haben wir nicht was zu essen? Nee. Ein Dartpfeil haben wir. Aber warte mal. Geh mal dorthin. Ein Dartpfeil. Haben wir gesagt, haben wir, ne? Dartfall, okay. Haben wir irgendwas zum Mitnehmen? Nee. Das machen wir hier. Hebel hoch. Dann kommt das. Hier haben wir das, da haben wir das. Ich spare mir meine Telekinese. Okay. Ich spare mir meine Telekinese. Alles klar. Dann einmal nach oben. Da ist denn das? Lachgascontainer. Luftballons. Lachgascontainer. Aha. Ballon mit Lachgas haben wir jetzt. So geht's auch, Freunde. Das ist auch gut. Jetzt ist die Frage. Für Lachgas bin wir benutzen können jetzt. Also hier Zellengitter. Bam, bam, bam. Zellengitter auf. Pass mal auf. Gott sei Dank bin ich ein Gesch. Verdammt! Okay, geht nicht. Gott sei Dank! Verdammt! Okay, damit geht's echt nicht.
Dann Gasse, Lonzos Kneipe. Haben wir hier irgendwas übersehen vielleicht? Nee. Da haben wir alles. Alles, was wir brauchen, haben wir hier. Aber wir können mit Lonzo nochmal quatschen. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dir. Sorg die Sachen und ich präpariere derweil die... Alles klar. Okay. Gucken wir mal.